Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Darksiders War Mastered. Ich bin es OMC Muffix und wir laufen jetzt hier nochmal runter. Beim letzten Mal haben wir uns hier weiter auf die Suche begeben nach den übrigen Stücken der Armageddon-Klinge. Und ich habe jetzt hier nochmal auf die Map geschaut und es gibt keinen anderen Weg. Also wir müssen hier irgendwie weiterkommen, oder? Warte mal, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und zwar, ich habe jetzt hier nicht in meiner schönen Dark Vision, sage ich jetzt mal, geschaut, ob da... Ob ich vielleicht einfach dran vorbeigeraus bin. Warte mal, so. Weil aktuell sollten wir eigentlich direkt hier sein, aber es ist kein Sommer. Ach, warte, da geht's ja weiter. Hallo. Cool. Haben wir aktuell zum ersten Mal gemacht, dass wir uns da ranziehen können. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es ging. Okay, da ist die Armageddon-Klinge. Sehr schön, aber davor ist erstmal ein fetter Gegner. Aber sehr schön. Alter, wie wenig Schaden die noch machen. Ganz ernsthaft, Mann. Wenn man die die Abgrundrüstung im New Game Plus ganz am Anfang hätte, man, ich würde das Spiel schwer durchspielen, Mann. Mit Leichtigkeit. Ja, okay, das wird nur ein bisschen mal. Also wenn der uns nicht mit seinem fetten Hammer trifft, dann hat er echt keine Chance, Mann. Das macht halt den Wirbel. Sieht nicht mehr so aus, als würdest du überhaupt die Seele fressen können, so abgemagert wie du bist. Ah, es war schlecht. Aber trotzdem nur noch einen halben Nisball. Früher hat uns mal einen ganzen abgezogen. Ein Arm ab und Torso ab. So. Und dann schnabulieren wir uns da hinten die Kiste erstmal. Was kommt da? Oh, große Rage. Das ist auch nett. Können wir uns dann auch mal für einen finalen Bossfight dann nehmen. So. Ach so. Okay, nett. Und wenn ich bitten darf. Oh nein. Das ist so eine... Es gibt teilweise so Locations, die sind echt kacke zum Kämpfen. Und das ist zum Beispiel eine davon. Ich muss die unbedingt ranziehen. Ja gut, ich habe mir einfach mal einen Lebensbalken abgezogen mit einer Kombi. Weil das Problem ist, die Gegner fliegen ja die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt hier runterfliege, muss ich den ganzen Weg nochmal hochlatschen. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr. Komm her. Ich drücke abwehren. Wieso abwehrst du nicht? Aber wurscht, man da auseinandergerupft. So, ach, das ist ja sehr schön, dass ich hier nochmal hingelatscht bin. Ansonsten hätte ich mir jetzt hier noch lange suchen können. So, und das war der vorletzte. Oder? Na, zwei Teile, glaube ich, haben wir noch, oder? Zwei Teile müssen wir noch sammeln. Na, finden Sie das letzte Stück der Klinge? Dann würde ich sagen, ist es Zeit, Jauser zu sagen. Ach, schade. Schade, ich wäre gerne so in der Luft wieder... Manchmal kriegen wir das hin, dass wir so runterspringen und dann so direkt hier auf Plötze landen. Ja, es ist Plötze. Es wird auch immer Plötze bleiben. So, Schlangenloch. Und dann, dort, wo unser Spiel begonnen hat, wird es zwar nicht enden, aber wir... nur mal einen kleinen Abstecher da zurück machen. Und zwar an die Kreuze. Leider ist mal ganz ernsthaft, Mann. Darksiders. Wir kommen hier auf das Ende zu, auf das Grande Finale. Und wir haben viel gemacht. Wir haben uns hin und wieder ein paar Mal aufgedreht. Es gab ein paar sehr unschöne Sachen. Ich meine, das Unschönste war wirklich dieser Wettbewerb da, wo wir die Engel besiegen mussten. Das war echt das Schlimmste überhaupt. Ein, zwei nervige Rätsel. Zum Beispiel dieses Rätsel da mit den... Also was wir von ein paar Parts hatten in dem dunklen Turm da. Wo wir die Zeit anhalten sollen und es einfach nicht findest. Was sind da für Gegner schon wieder? Habe jetzt nicht unbedingt so. Oh, hier habe ich jetzt eigentlich noch ein bisschen was ich mir anschauen könnte. Wann seid ihr bitte rot? Eigentlich wurscht. Ob rot, blau, grün, gelb.
besiegen kann ich euch so oder so. Der Reiter ist da, hallo. Der Reiter ist kommt, oder? Ach Leute, den Satz habe ich fast vergessen. Der Reiter ist kommt. Der Reiter ist kommt! Da ist er schon wieder. Ich habe echt blocken gedrückt. Zack! Genug geblockt, ich hoffe es doch. Jetzt lass mich mal ganz kurz mal was machen, weil hier. Da, hier oben war doch immer sowas, wo man sich hochziehen könnte, oder? Mir gefällt es inzwischen, dass ich bei manchen Kämpfen einfach mit mehr Leben als davor beginne. Weil ich glaube, das ist die Abgrundrüstung, dass ich da einfach Leben dazu erhalte. Aber Leute, das ist mal ganz ernsthaft, Mann. Also wir können ja hier schon so mit dem Fazit langsam beginnen, weil was wird das kommen? Wir werden jetzt, das letzte Teil sammeln. Und dann werden wir Abaddon hier bekämpfen müssen. Komm her. Da oben war doch was, oder? Ich dachte, da oben war sowas, wo wir uns hochziehen können. Nicht? Aber okay. Da ist was. Aber keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Na egal, ihr wisst ja, der Reiter ist kommt. Bam. So, machen wir ein paar Matschbären einfach alle. Ich glaube, ich muss aber sogar da hoch. Schade. Da waren noch immer so Sachen, wo man sie hochziehen konnte. Da bin ich mir ganz sicher. Da oben ist eine Kiste. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich mich da hochziehen kann. Aber ich weiß halt nicht, wie. Naja, okay. Muss ich da runter irgendwo? Jetzt besteht halt erstmal wieder die 1-Million-Dollar-Frage, wie wir weiterkommen. Kommen wir zu ein paar, erstmal zu ein, zwei negativen Sachen. Das ist aktuell einer der Punkte, dass man einfach manchmal wirklich keine Ahnung hat, wo man lang gehen muss. Das ist echt hin und wieder einfach so der Fall. Dass es teilweise ein bisschen nervig sein kann, wenn man einfach nur erkunden will und halt die ganze Zeit Gegner spawnen. Und ich muss sie ja besiegen, weil ich muss mich ja umschauen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich lang gehen muss. Aber ihr wisst, ich sag's immer wieder, ihr wisst ja, der Reiter ist kommt. Es gefällt mir, Mann, der Reiter ist kommt, Mann. Und ganz ernsthaft, Mann, das Kampfsystem, ich bin immer noch nicht so ganz warm. Also es macht mir schon deutlich mehr Spaß, als wie gesagt beim letzten Mal habe ich es ja echt gehasst. Und es macht mir schon echt viel Laune, aber der größte Kritikpunkt einfach dem Kampfsystem ist einfach, dass diese Kombi einfach die mit Abstand effektivste Kombi ist im ganzen Spiel, Mann. Sie greift vor mich, sie greift hinter mich an, sie tut die Gegner in die Luft hauen, die Gegner können sich dadurch nicht wehren. Es ist so überpowered, Mann. Und das ist natürlich ein bisschen broken, aber scheiß drauf. Finde ich eigentlich sehr gut, Mann. Das ist ja eigentlich keine Kritikpunkt, eigentlich ist es was sehr Gutes. Oh, ich habe ja fast vergessen. Ich gibt's ja auch noch. Mein Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wo ich lang gehen muss. Oh, Geld. Da war eine Kiste drin, aber da muss ich jetzt auch nicht weiter. Oh, ein Schlag, Mann. Und sie sind weg, Mann. So. Aber ganz ernsthaft, das habe ich schon öfters gesagt, ich finde es halt immer wieder schön, dass die Gegner variabel sind. Also, selbst die Gegner, die halt im Endeffekt nur gereskinnt wurden, wurden nicht so, zum Beispiel wie es in Tay-Spielen halt oft der Fall ist, dass diese einfach von blau zu grün wurden, sondern man sich echt da, finde ich, Mühe gegeben, die zu reskinnen. Ich meine, diese anfänglichen Soldaten sind... Alter, es wird nicht mehr Schaden anerkannt, wenn der mich angreift. Ach, da muss ich wahrscheinlich beginnen. Zum Beispiel diese Lila-Typen, die sind halt am Anfang Lila-Typen einfach. Okay, nicht so spektakulär. Und dann, die späteren haben wir zwar fette Rüstung und so. Also das ist alles immer ganz nice gemacht. Finde ich persönlich. So. Oh. Keine. Ah, okay. Na. So. Aber ich meine, diese ganze Jagd jetzt hier am Ende, also die ist im Endeffekt nicht ganz so geil, weil ganz ernsthaft, ich bin kein Fan von so Backtracking und jedes dieses Zelda-Spiele hatte es, Beyond Good and Evil, was wir auch,
im Endeffekt letztes Jahr mal hatten, hatte das ja ebenfalls. Ich wusste doch, dass da so ein Warp-Ding ist. So. Aber ganz ernsthaft, Mann, ich bin halt trotzdem kein Fan davon. Es ist halt immer wirklich ein bisschen nervig. Und jetzt, ja, gut, du musst ja einmal Geld um Klinge finden. Ist halt auch nicht so das Coolste. Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht wird das jetzt immer eine coole Katze, wenn wir sie zusammen machen. Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Aber was ich sagen muss, was mir zum Beispiel sehr gut jetzt doch gefallen hat, war eigentlich Kriegmann, also Krieg ist jetzt kein Kratos, also von, dass er irgendwie eine Geschichte hat. Ich meine, klar, Kratos ist auch nur der Typ, ich mache Rache und mache Rache. wo muss ich jetzt hin? Ambusfurt, denke ich. Ich weiß es gar nicht. Aber er hat schon was, Mann, und er ist halt teilweise badass, Mann. Ich hätte mir so ein paar mehr Cutscenes gewünscht. Ich muss sagen, auch die Story, auch wenn die jetzt, wie gesagt, also ein bisschen... Also ich sag jetzt mal, gegen Ende wird einfach so richtig wieder hingeschmissen, Mann. Hin und wieder kommen halt so ein paar Andeutungen, Mann. Das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Da mit Samuel, wenn man mit ihm geredet hat, der irgendwie weg ist. Ich meine, wir haben hier einen der stärksten Dämonen überhaupt hier einfach rausgelassen. Und irgendwie scheint es niemanden zu stören. Und der ist einfach weg. Also da gibt's schon so ein paar Sachen, die sind einfach so ein bisschen nicht cool gelöst worden. Aber mir hat das halt immer gut gefallen, dass halt immer so ein bisschen foreshadowed wurde, was als nächstes so kommen könnte. Und, ja, am Ende wird es einfach ein bisschen sehr viel Fakten hingeschmissen. Zack, zack, zack. Aber, wer weiß, was da noch am Ende kommt, Mann. Ein paar coole Cutscenes werden uns sicher noch erwarten. Aber jetzt schmieden wir erstmal unser kleines Schwert. So ein kleines Schwert machen wir dann erstmal ein bisschen Matsch. Spawn als Gegner? Nö, der hat jetzt keinen Bock auf Gegner. Diese Area hasse ich. Das war das erste Mal, wo das Spiel mir abgestürzt ist. So, also. Sesam, öffne dich. Ja, inzwischen habe ich meinen coolen Handschuh. Inzwischen kriege ich das locker flockig auf. So, Leben haben wir voll. Wir haben auch einen Zornkern haben wir noch. Den rüsten wir jetzt gleich mal aus. Statistiken schauen wir uns dann auch nochmal schnell an. Dann. Aber jetzt rüsten wir erstmal große Rage. Eigentlich wieder auferstehen muss ich eigentlich auch. Muss ich eigentlich ausrüsten. Ich scheiße auf meinen Zornkern, Mann. Ich habe 5x Zorn, das wird schon lang. Ich weiß gar nicht, ob das sich automatisch hat. Meine größte Arbeit. Bis jetzt. Wiederzusehen, Reiter. Ultan, dankeschön. Die Armageddon-Klinge wurde von Ultan neu geschmiedet und ist die einzige Waffe, von der bekannt ist, dass sie den Zerstörer erledigen kann. Und damit haben wir nun ein Schwert, was nicht nur golden leuchtet, schon unsere Abgerüstung, was irgendwie farblich jetzt nicht ganz so geil zusammenpasst, sondern wir sind nun bereit, die Sache ein für mal zu einem Ende zu bringen, Mann. Ihr habt gesehen, der Kampf, der
Angriff der Himmelswache hat jetzt schon begonnen und die Himmelswache startet hier darauf, die Höllenwache, ist auch wurscht, ihr wisst, was ich meine. Die Krieger des Himmels greifen jetzt hier den Zerstörer an und wie wir in unserer Zukunft gesehen haben, also im Baum der Weisheit, ist das Ende von Uriel und ja, aktuell scheint alles so zu passieren, wie es uns prophezeit worden ist. Wir werden aber dafür sorgen, dass nicht alle Prophezeiungen wahr werden und ganz sicher werden wir uns nicht töten lassen von dem Wurm, der uns hier begleitet. So, Bruchstück eines Zornkreis brauche ich nicht mehr, leeres Gefäß brauche ich auch nicht mehr, was kaufe ich mir? Steinhardt, warum tu mir mal Steinhardt jetzt nochmal, upgraden, komm. Scheiß drauf, Mann. So, Wolgrim, mein best friend. Leviathan-Strömung. Genau, da wir ihn. Also, Wolgrim, du weißt ja, wir sind best friends. Und als Best Friends muss ich mir jetzt leider auch von dir verabschieden. War mir ehrlich gesagt, also außer Samuel war das mir das sympathisch. Na, Samuel, doch, Wolgrim ist schon der lustigste, Mann. Wir haben viel zu. Ich hätte mir mehr Cutscenes mit Wolgrim gewünscht, Mann. Aber eher mit Samuel waren mir die sympathischen Charaktere. Vor Krieg noch. Der Krieg ist halt. Ich bin Krieg. Der hat zwar hin und wieder so richtig schön coole Sprüche rausgehauen. Jetzt nicht dummerweise in den Tod fallen. Aber nee, Wolgrim der Weide war so lustig, Mann. Ah, ich will nur das Herz anschauen, wenn ich daran noch erinnere. So, Sensor ausrüsten. So, hätten wir nochmal Kiste. Brauchen wir nicht. Und dann geht's los, Mann. Jetzt müssen wir nur noch den Weg nochmal da hochfinden. Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkomme. Er ist auf null Ahnung. Ah doch, okay, das ist er. Portal zum Glück. Dachte schon. Also. Es ist alles vergebens, Reiter. Wenn du weitergehst, gibt es kein Zurück. Das ist klar. Leute, es ist Zeit, die Sache ein für alle Mal zu beenden. Es ist Zeit, den Zerstörer Abaddon aufzuhalten. Davor machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal ist es dann Zeit, die Sache ein für alle Mal zu beenden. Bis zum nächsten Mal dann, zum Grande Finale von Darksiders Warmastered. Haut rein und wir sehen. Ciao.